Moin Leute, hier zurück bei FC 25 mit einem kleinen Prognosenspiel hier. SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise umgekehrt. Wir spielen ja auswärts als Werderaner. Macht der nächste Spieltag 9 und es geht direkt los. Werder hat ja das vorige Spiel zu Hause gegen Leverkusen 2-2 gespielt. Endlich sind Tore im Weserstadion gefallen. Das Spiel war richtig gut, wie ich fand. Also Werder hat eine gute Leistung gebracht. Und hat auch definitiv auch einen Sieg verdient gehabt. Leider gab es noch ein Eigentor von Werder, von Agu. Somit dann leider 2-2. Aber das Spiel war richtig gut. Zudem hat Werder dann nochmal im DFB-Pokal in Paderborn gewonnen gegen Zweitligisten. 1-0 war eher so ein Arbeitssieg. Paderborn hat auch sehr gut gespielt, muss ich dazu sagen. Und ja, also bei Werder läuft es im Moment eigentlich ganz gut, kann man nicht anders sagen. Und wir wissen ja alle, Werder ist auswärts stärker als daheim. Deswegen hoffen wir einfach hier drauf, dass wer da hier in Gladbach mal eben schön mal 3 Punkte mitnimmt. Bei Gladbach sieht es irgendwann so aus, dass sie den DFB-Pokal verloren haben. Davor haben sie 1-1 gegen Mainz gespielt. Also von daher ist da auch noch alles gut. Die sind aktuell auf dem 12. Platz, glaube ich. Gladbach mit 12 Punkten. Und wer da ist auf dem 10. Platz mit 10 Punkten, lustigerweise. Oh, und somit ist alles dicht auf dicht noch. Und das ist ja auch klar. Ist ja auch erst der 9. Spieltag, somit ist alles hier knapp mit den Punkten und alle sind noch dicht auf dicht in der Liga. Ja, Werder spielt gerade mit den schwarzen Trikots und ich hoffe, dass wir einfach gleich mal ein Tor schießen, ey. Und zwar so. Nice, sehr schön. Ja, Dux hat er auch davor wieder getroffen gehabt, auch zu Hause, das ist schon mal geil. Zudem darf man nicht vergessen, Werder hat noch ein paar Verletzte. Ob die jetzt stimmen, ist eine andere Frage. Stage ist noch gesperrt oder ist verletzt. Grüde ist noch verletzt oder gesperrt. Ne, also steht hier Verletzung, genau. Und Alvero ist auch noch verletzt. Und nur 3 noch aus dem Kader raus. Und das ist eigentlich nicht viel, wenn man es mal so will. Das ist eigentlich eine gute, ein guter Wert jetzt wieder. Letztes Mal waren das viel, viel mehr Leute. Beziehungsweise es sind noch wieder welche genesen zum Leverkusen-Spiel. Das hat uns auch den Hintern gerettet. Und somit können wir hier sagen, wir können hier, Werner Ole kann hier schön aus dem Kader ziehen, kann hier schön frei aufspielen. Und somit läuft das hier bestimmt super. Ah, schade. Das Spiel wird übrigens angepfiffen am, heute ist der, am 3.11. wird angepfiffen um 17:30 Uhr. Übertragen wir das Ganze von The Zone. Ja, ob ich gucken werde oder kann, wird sich rausstellen, mal abwarten. Aber auf, oh nein, falsch angespielt. Aber man kann es auf jeden Fall irgendwie gucken. Sagen wir es mal so. Und wir drücken alle als Werderaner, Werder natürlich die Daumen. Definitiv. So, wir können jetzt mal durchrennen. So, da läuft erstmal durch. Und dann hätte ich passen sollen, habe zu lange aufgedrückt und schon wieder der Ball weg. Naja, passiert. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen konzentrieren. Also, Werder hat aktuell sehr gute Wochen aktuell. Für die Werder-Fans echt super. Alles macht Spaß. Alles ist super. Das soll am besten auch so bleiben. Ich finde immer ganz schlimm, wenn es Länderspielunterbrechungen gibt, wenn es irgendwie ein Wochenende keine Bundesliga gibt. Das ist immer so eine Unterbrechung, die eigentlich eher fehlerhaft ist, sag ich mal. Danach spielen die Mannschaften manchmal gar nicht mehr so gut. Deswegen diese Unterbrechung, ja, nervt, finde ich. Ja, das ist so klar. Oh, schade. So, da müssen wir ein bisschen konzentrieren hier. Lustigerweise hat er auch gegen Leverkusen spielt endlich mal in langer Zeit wieder ein Tor geschossen. Und das ist auch sehr gut. Also es ist, ja, das war echt zum Ende hin, wo wir noch hinten lagen und dann das 2-2 noch gemacht haben, war das echt ein super Ding. Kurz vom Abpfiff und das war ein super Spiel gegen Leverkusen, kann man nicht anders sagen. Gegen den deutschen Meister 2-2 ist das schon sehr gut. So, ja, und sonst gibt es eigentlich keine großen News bei Werder. Ich hoffe ja immer noch, dass sie in der Winterpause noch hier ein paar Leute oder zumindest einkaufen. Ey. Einkaufen. Wen, keine Ahnung, da gibt es schon noch einige Gerüchte schon wieder, aber wie gesagt, da muss ich selber nochmal gucken. Eigentlich will Werder ja nur auf Jungtalente setzen, das heißt, sie kaufen eigentlich nur junge Spieler, ältere eigentlich nicht mehr. Aber halt, um eine stabile Abwehr hinzukriegen, brauchen sie eigentlich noch hinten Linksverteidiger, glaube ich, würde ich sagen. Und sonst, ja, einer auf den überall einer noch, wäre ganz cool. Eine Abwehr einer, ein Sturm einer, Mittelfeld einer, das wäre super. Das wird aber wahrscheinlich kommen, weil wissen ja alle, Werder hat noch sehr viele Schulden und muss alles abbezahlen. Aufgrund Corona hat er dann da diese Stadioneinnahmen, die da generiert werden, waren nicht da. Somit hat Werder dann irgendwie extrem viel Minus gemacht. Auch so, die ganzen Aktivitäten, die Werder noch so hatte,
wurden alle ja auf Eis gelegt in der Zeit, wo Corona da war. Corona ist ja immer noch da, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Aber warte. Und wieder das Ding drin. Wieder schönes Ding. Und somit hat Werder noch einen Schuldenhaufen von so 30 Millionen Euro bei der KfW. Aber das kriegen sie auch noch irgendwann weg. Definitiv. Ja, wunderschön wieder hier in der Mitte gefasst. Irgendwie ist die Mitte anfällig bei Gladbach gerade. Aber ist auch nicht schön. Ist gut für Werder. Gut für Werder. Und es ist gut für uns. Alles, was schlecht für Gladbach ist, ist gut für Werder. Oh, schon gepasst, aber leider komme ich da nicht weg. Aber ich bleibe am. Boah, schade. Naja, ich wollte gerade sagen, den Ball den kriege ich noch irgendwie nach vorne. Nein. So, die erste Halbzeit ist ja gleich um. Die KI ist übrigens auf Profi gestellt. Eine Halbzeit in 6 Minuten. Reicht dann auch, würde ich sagen. Und ja. Und FC 25 ein sehr gutes Spiel, wie ich finde. Fühlt sehr gut an am Controller. Kann man sehr schön spielen. Die Grafik ist super. Also man kann sich da auf jeden Fall schön zurücklegen und Fußball spielen. Ich weiß gar nicht. Ich habe ja die Meta-Quest mittlerweile. Ich habe es auch noch nicht getestet, weil ich nämlich ganz fit bin. Ich muss mal gucken, ob ich die PS5 da auch mit koppeln kann. Naja. Das wird auf jeden Fall noch ein Highlight. Nur das nicht aus. Ich hätte gerne noch ein Tor geschossen vor der Halbzeit. Aber wie man sieht, Gladbach stellt zu. Kommt man nicht durch. Und jetzt. Aufgehauen hier auf den Ball. Und frei und. Schade. Zu wenig Druck hinter dem Ball. Und zu deplatziert. Okay. Gladbach macht auch Fehler. Fehler sind gut für Werder. Ja, mal die andere Ecke. Sehr schön. Was? Hattrick jetzt? Ich glaube, es war ein Hattrick, ne? Erstmal Tee trinken, Leute. Erstmal Tee trinken, genau so geht das und so soll es sein. So, hier steht noch was bei Kicker. 2-2-2-2-2, warte mal. Und Rekord Bremer Punkte, Scheibenmauer im Visier. Am 9. Spieltag spielt er. Ja. Es könnte Werder also ein guter Start in die Saison 24-25 sein. Wie ich es gleich gelesen habe. So. Ja, da ist er. Duxch, Hattrick. Läuft doch. Machen wir direkt weiter. Ich will natürlich noch Tore schießen, ne? Ist klar. Also, weil wir ja wissen, dass wer da auswärts stärker ist als zu Hause. Also ist da echt ein Sieg drin in Gladbach. Gladbach spielt zwar jetzt aktuell auch nicht schlecht. Wie gesagt, sind auf dem gleichen Niveau wie Werder, würde ich sagen. Aber wir haben einfach einen besseren Run gerade. Oh, habe ich das Spiel ausgewählt. Und somit können wir einfach sagen, da sind wir einfach besser. Oh, oh. Oh. Okay. Na gut, so, jetzt erstmal Ruhe hier von unserem Strafraum. Cetera macht im Moment auch eine sehr gute Partie immer, wenn er da ist. Und spielt als Torwart bei Werder echt super. Ich hoffe mal, der wird mal nominiert für die Nationalmannschaft. Wäre schon geil. Reiser spielt gut. Moment, macht auch Bock zuzusehen, definitiv. Ja, gut, der ist immer gut eigentlich, wenn man so will. Ne? Duxch hat auch wieder einen guten Mann zum Tor und schießt seine Tore. Also eigentlich läuft es bei Werder gut. Also es ist einfach alles gut. Gut, nicht super oder so, sondern einfach gut. Für Werder-Verhältnisse alles gut. Ich glaube, wir werden sie nochmal ein Spiel haben, wo sie einbrechen, aber ich hoffe nicht gegen Gladbach. So. Oh ne, schade. Ja, zweite Halbzeit ist bei mir zum Beispiel immer meistens hier bei dem Spiel hier immer eher schlecht. Boah. Aber nimm ihn in den Handschluss. Aber vielleicht haben wir Glück und machen wir nochmal ein Tor hier. Mal gucken. Ein bisschen konzentrieren muss ich nämlich natürlich, weil wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fit. Oh, ich sag's gerade und verkackt. Jo, da hab ich ausgetänzelt. Eigentlich sollte man ja nicht quer fürs eigene Tor spielen, ne? Wenn man unter Druck ist, aber ich hab's trotzdem gemacht. So, jetzt sind wir mal am Start hier. Rot, gelb, grün, rot. Erste rote Karte, die ich sehe bei FC 25. Sehr lustig. Oh, das Duxch.
Ja. Ja, sind sie nur zu sehen, ne? So, Freistöße kann ich nicht, ich lese mir das jetzt auch nicht durch. Ich hau da jetzt einfach irgendwie den Ball in die Richtung hier, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, schon, aber naja, ich muss aufs Tor gekriegt, das ist schon mal gut. So, jetzt kann ich ja noch freier aufspielen hier, wenn Gladbach nur zu sehen ist, das ist ja schon mal super. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist ja schon mal super. So. Ja, guck mal, die rechte Seite ist frei, also muss ich alles über rechts werfen hier. Aber beim Spiel gegen KI ist es sowieso fast schon egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin mit 10 Leuten. Boah. Sagen, was ist jetzt los hier? Oh. Nein, falscher, der erste sollte angespielt werden. Oh Mann. Konzentration ist das Wichtigste im Leben, was ich gerade nicht habe. Oh, jetzt habe ich aber was hingekriegt hier. So, jetzt machen wir erstmal schnell nach vorne hier. Ich dachte gerade, der ruckt mich gleich wieder um. Na, los, muss ich wieder mit umrucken hier. Ding Dong. Da ist das 4-0. Oh, wieder Duxch oder was? Ja, 4 Tore am Stück, geile Sache. Sehr schön, freut mich für ihn. Sehr gut. Ja, ist gut, haben wir genug gesehen. Duxch. 11. 33, 45, 68. Nice. Wenn ihr das Spiel FC 25 mal testen könnt, macht es auf jeden Fall. Boah, Mist. Weil es ist echt zu gut geworden. Wieder. So. Macht Bock. Also abseits, ich dachte, was ist jetzt los? Dachte erst, was ist denn jetzt los? Wir sind die 1 im Norden. SVW, olli olli. Nummer 1 im Norden. Sind wir aktuell so echt, ne? Glaube ich. Sind wir die 1 im Norden aktuell? Ja, ne? Hamburg ist nicht. Erste Liga. Hannover nicht. Wolfsburg noch. Aber. Den Morgen haben wir uns auch halt verloren. Ne, wir sind die 1 im Norden. Oh, schade. Das sollte eigentlich schön werden, aber war eher hässlich. Naja, gut passiert. So, noch eine Viertelstunde auf dem Tacho hier oben. Das Ding werden wir schön hier die 3 Punkte nach Hause schaukeln. Kein Problem. Sorry an Gladbacher, aber... Ja, Werder hat es einfach verdient gerade, ne? Wir wissen ja auch nicht, wie die Rückrunde wird, ne? Wie gesagt, ich kann ja gerne nochmal dran erinnern, die Rückrunde letzte Saison war die schrecklichste Rückrunde, die ich je gesehen habe. Zum Ende haben sie sich ja noch gefangen, aber das wäre komplett wieder gegen Abschied gegangen. Hätten sie davor die Hinrunde nicht gut gespielt, die ganzen Punkte eingefahren, hätten sie richtig Probleme gehabt letzte Saison wieder. Und das soll diese Saison nicht passieren, bitte, weil das war ja richtig Grotte letzte Saison. Das ging ja gar nicht. Das war nicht schön, das war richtig... Wir haben richtig Pibi in die Augen gekriegt, wenn Werder gespielt hat, ey, wie die immer verloren haben, wie die Abwehr immer 10 Minuten komplett durcheinander war und die wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Das war schon richtig übel, ich kann nicht anders sagen, das war schon richtig übel. Als Werder ran hat, das Herz wirklich geblutet. Schade. Kann da jemand hingehen? Ja, die sind mit 10 Leuten da, ne? Kriegen es trotzdem noch hin, gut zu verteidigen, die Gladbacher. Naja. So, gleich ist das Spiel um und dann freuen wir uns alle. Und feiern eine große Party. Ein Tor hätte ich gerne noch. Vielleicht jetzt nochmal. Also abseits. Nee. Gut. Juhu! Ja, Schmied und Duxch oder was? Richtig oder nein? Oder doch? Ja, cool. Genauso gegen die Leverkusen. Die beiden Goalgetter. Das ist doch schön. Wunderschön hier. Wunderschönes Tor, Leute. So kann ich stehen lassen, so wird er abgepfiffen. Und wer dann 3 Punkte bei mir gesagt. Das ist doch schön. Die Fans sehen auch durch. Will ich auch. Oh Mist. Ja, ich dachte, er zieht immer rein oder macht einen Pass, aber hat er nicht gemacht. Naja.
Jetzt werden wir ruhiger. Oh. So, Ball rauskicken bis zum geht nicht mehr. Das habe ich auch schon lange nicht gesehen. Abstoß vom Torwart hier bei dem Spiel hier. Auch schon irgendwie 3 Tage, ja. Cool. Boah. Was eine Grätsche. Abgelaufen. Oh, Mitte ist alles frei. Dux, komm, Dux, zieh, Schuss, Tor. Oh, nee, doch nicht. Hat nur ein bisschen vibriert mein Controller hier. Mal schießen. Oh. Naja, guter letzter Angriff. Ist der E-Abpfiff. Da haut den Ball jetzt raus da. Und dann war es das. Aber gut 5 Tore gesehen. Noch 5 Spielern, die wir sehen wollten. Ja, bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hier 5 Minuten Werder, super Sache. Die Gladbacher sind natürlich böse, aber es ist, was es ist. So. Gut. Steigung gewollt. Ja, Statistik kommt zum Angucken, wenn man Bock hat. Und dann sage ich danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören, reingehauen, bis zum nächsten Mal und Spaß am Werder-Spiel. Reingehauen. Tschüss.